geht es darum, Versuche zu planen und zu koordinieren und diese dann auch richtig durchzuführen. Da habe ich ein Team dazu und in dem Team erarbeitet man dann wesentliche Erkenntnisse, die was wir dann umsetzen und sich auch dahingehend, dass man das Ganze dann in der Produktionsanlage verwirklicht und diese Optimierungspotenziale dann auch in der Produktion spürt. Das heißt, wir erarbeiten da vom Kleinen die Ideen und erarbeiten die Konzepte bis hin zur Versuchsdurchführung, Ergebnisinterpretation und realisieren das dann in der Produktionsanlage direkt. Das heißt, man braucht da ein bisschen Kreativität und auch ein bisschen was an Organisation, weil wir auch sehr viele Versuche unterschiedlicher Natur machen da und die realisieren wir eben alle bei uns im Technikum, in unterschiedlichen Geometrien und Reinkammergeometrien, wie man da sieht. Und da muss man da ein bisschen Planung und Projektmanagement auch machen, weil wir eben auch Forschungsprojekte mit der Uni machen. Also die schauen sich dann auch mathematisch an, was tut sich im Ofen. Also wir bekommen da wirklich auch Ergebnisse und Bilder, die was zeigen, wie ist der Temperaturverlauf jetzt im Ofen, wo kann man da noch was optimieren. Und dieses Potenzial, was wir da erkennen, das ziehen wir dann wieder raus. Und wie man zum Beispiel beim Freibrandversuch gesehen hat, schauen wir dann, dass wir einzeln die Prozesse optimieren und dann wieder zusammenstoppeln und das Ganze vereinen, um eben den Gesamtprozess dann nach und nach zu verbessern. Einerseits die Versuche, man hat ja eine Idee im Kopf, beziehungsweise das Team hat eine Idee im Kopf und wir schauen einerseits, dass wir die mal im Technikum verwirklichen können, im Kleinen. Und das Schöne ist halt dann, wenn man sieht, ob das an der Produktionsanlage auch funktioniert. Also das ist natürlich dann ein schönes Resultat, wenn man sieht, man hat das Ganze vom Kleinen, von der Idee wirklich realisiert und auch im Großen verwirklichen können und sieht dann eben die Potenziale, die was man erarbeitet hat. Das gefällt mir sehr gut.